Friseuren, aber auch Tönen der Dauerbrenner Dauerwelle gehören mit zu ihren Aufgaben. Dabei gilt stets, ganz wichtig, der Wunsch des Kunde ist Gesetz, muss haargenau erfüllt werden. Sonst drohen haarspalterische Diskussionen. Was in einem Friseursalon noch so ansteht, weiß unsere Reporterin Inken Klinge zu berichten. Sie war einen Tag als Friseurlehrling in einem Wiesbadener Friseursalon aktiv. Waschen, schneiden, Termine machen. Es ist viel los heute beim Friseur und ich mittendrin. Lektion 1, föhnen. Erst nach innen, dann nach außen. Ja, im Prinzip genauso wie gerade hier. Genau. Es ist nur gar nicht so leicht. So zwei Sachen in der Hand. Es ist gar nicht so leicht, föhnen und eine Bürste. Lieber erst mal etwas Einfacheres ausprobieren. So, fegen sollte man ja eigentlich können. Und nach dem Fegen Haare waschen. Finden Sie es jetzt lieber ein bisschen kühler bei der Hitze draußen? Oder? Ja, also lauwarm ist blauwarm, ne? Ja. Ist das so in Ordnung? Ja, sowas, was ich jetzt spüre, ja. Ja. Waschen ist in diesem Salon in Wiesbaden gleichzeitig auch eine Kopfmassage. Die Kunden sollen sich richtig wohlfühlen. Ja, ein bisschen verteilen. Richtig, dann noch mal ein bisschen mit dem Wasser. Ja. Kann man das so ein bisschen aufschäumen? Ja. Wenn Sie beim Friseur sind, ist das dann auch immer so ein bisschen Entspannung, Wellness für Sie? Ja, doch, auf jeden Fall. Also da muss man sich halt selbst dann mal nicht drum kümmern, ne, dass man dann danach Bescheid aus dem Haus gehen kann. Ja. Zwischendurch muss Ordnung gemacht werden. Kommen dann die dreckigen Handtücher hin. Alles klar. Und hier werden die dann gewaschen. Ah ja, okay. Ja? So, dann wird das jetzt mal alles gewaschen. Warum bist du denn eigentlich Friseurin geworden? Ich wollte schon immer Friseurin werden, schon von klein aus. Hab immer meinen Barbie-Puppen rumgeschnitten, mit Lippenstift immer Strähnchen gemacht, also immer von klein aus. Ja, dann nach der Schule habe ich mich dann für die Friseurausbildung entschieden. Jetzt hat die Chefin Zeit. Sie zeigt mir, wie man professionell Haare schneidet. Piquetage. Piquetage. Zickzack. Das ist halt Piquetage auf Französisch, weil ich habe den Ausdruck so gelernt auch. Ja. Möchten Sie die andere Seite probieren? Ich würde es gerne mal probieren, wenn ich darf, ja. Aber so? Also jetzt nur ganz wenig. Genau. Ja. Mir wird die Schere gefüttert. Ja, so? Genau. Nur ein bisschen. Nummer rein, genau, super. Das ist ein bisschen asymmetrisch, genau. So ist, so aber, ist schon. Ja. Der ist so ein bisschen. Mein erster Schnitt. So? Genau. Super. Und so ein bisschen gerade rein. So, das ist Piquetage, genau. Aber wird das dann auch gerade am Pony, wenn man das jetzt so schräg schneidet? Das ist, soll nicht frisch geschnitten aussehen, ne? Weil ich es soll nicht frisch nicht geschnitten aussehen, genau. Aha. Weil es soll nicht so, nicht so ein bisschen Künstler, sag ich immer. Künstler. Ich bin noch kein Künstler. Wieder heißt es aufräumen. Auch das muss erledigt werden. Bitte schön. Bei der Cappuccino. Auch Farbe anmischen ist eine Kunst für sich, nichts für Anfänger. Ich kann nur zugucken, wie verschiedene Farbnuancen entstehen und umrühren. Gibt es da Trends eigentlich bei Farben im Moment? Ja, im Sommer immer ein bisschen heller. Ja. Und im Winter, so nach dem Sommer dann zum Herbst hin, wollen sie dann alle, weil es halt sehr ausgeglichen ist durch den Sommer. Ne? Und dann kommt es wieder ein bisschen heller. Das ist wirklich so? Das ist wirklich so, ja. Okay. Das Farbe auftragen überlasse ich dann auch besser einem Profi. Stylistin Tanja versucht weiter, mir das Haareschneiden beizubringen. Aber da habe ich jetzt gar nicht so ein Gefühl drin. Geschnitten wird nur mit dem Daumen. Okay. Ja, also nur so. Die oberen bleiben ganz gerade. Hast du große Ecken jetzt? Ein bisschen zu große Ecken. Aber es ist dadurch noch länger und wir können nochmal nachschneiden. Also ich glaube, das kann noch besser werden. Friseur sein ist abwechslungsreich und macht Spaß. Aber es ist auch stressig, wenn viel zu tun ist. Und jeden Wunsch zu erfüllen, wenn es um die perfekte Haarfrisur geht, ist gar nicht so einfach manchmal. Und dann müssen wir natürlich als Friseure halt immer ehrlich sein. Wir müssen natürlich den Kundenwunsch immer respektieren, aber auch gucken, okay, ist die Kundin der Typ dafür?
passt es ihr denn wirklich? Ist es auch vor allem altersentsprechend? Also das macht halt immer eine ehrliche Friseurin aus. Zum Schluss nochmal föhnen. Die Kundin, an der ich meine ersten Schnitte ausprobieren durfte. So, ich zeig's mal. Ja? Ja. Okay, sehr schön. Fürs erste Mal föhnen. Fällt sehr gut. Mein Fazit ist auf jeden Fall, Friseur kann man auf gar keinen Fall an einem Tag lernen. Fegen kann ich jetzt und schneiden ist wirklich eine Kunst. Tja, von uns von der Drehscheibe war es das für heute. Ihnen einen